So, herzlich willkommen wieder mal am Sonntag zum Acrylic Pouring 1x1 Livestream. Super, dass es heute auch irgendwie trotzdem geklappt hat, ein oder anderes mitbekommen hat, weil es mit der Sommerzeit hier irgendwie ein bisschen hin und her ging. Ich hoffe, dass jetzt jeder von euch die richtige Zeit bekommen hat und dass es jetzt geklappt hat, weil heute ja ein ganz besonderer Livestream ansteht, denn wir haben heute zum ersten Mal einen Gast und da freue ich mich auch ganz besonders drauf, weil das ja schon länger geplant war, dass wir mal hier auch verschiedene Künstler mit dazu holen und dass wir halt hier auch Gäste drin haben und bis jetzt hat es irgendwie immer nie geklappt und heute ist es endlich soweit und wir haben heute die liebe Sandra bei uns. Wir warten jetzt noch kurz so ein paar Sekunden, bis der ein oder andere noch dazustößt und dann starten wir gleich rein. Natürlich könnt ihr auch heute, wie sonst immer, gerne Fragen zu allen möglichen Pouring-Themen stellen. Natürlich auch später Fragen, die Sandra stellen. Wir beantworten die dann meistens am Schluss und könnt natürlich auch gerne, was ihr loswerden wollt, so mit in den Chat loswerden. Und ja, dann beginnen wir jetzt dann gleich und ich hole jetzt einmal die Sandra dazu und ja, freut mich auf jeden Fall, dass es heute geklappt hat. Ich stelle vielleicht die Sandra einmal ganz kurz vor. Die Sandra ist Mutter zweier erwachsener Söhne aus der Rheinland-Pfalz, wenn ich richtig noch weiß. Lebt dort mit ihrem Mann, der Blindenhündin Cindy, 9 Hühnern, 2 Minischafen, wie gesagt, in der schönen Rheinland-Pfalz, betreibt dort eine Kreativwerkstatt und ist beim Pouring hauptsächlich so auf YouTube unterwegs, hat dort fast 150.000 Aufrufe auf ihre Videos und soweit ich weiß, auch vor kurzem auf Facebook die 2000er-Marke geknackt. Und erstmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen an dich, Sandra. Ich mache jetzt einfach mal stellvertretend für uns alle hier den Applaus und schön, dass du da bist. Und als Hallo. erstes musst du mir einmal erklären, ja, wie liebt es sich denn mit einer blinden Hündin, 9 Hühnern und 2 Minischafen? Hallo erstmal und danke für die Einladung. Ich freue mich. Super. Ist ja Premiere, ne? Bin Ja, ganz genau, aufgeregt. ist eine Premiere. Ja, wie lebt sich's? Die Cindy, die haben wir vor 5, 6 Jahren bekommen über den Tierschutz und die war blind. Und irgendeine Dame, wo sie vorher war, sagte, sie käme nicht mit klar. Na gut. Und dann hatten wir eigentlich erst den Pfleger, aber 2, 3 Tage und die war so verschmust, so anhänglich, so dankbar. Und dann gibst du die nicht mit. Ne? Und so kam. Und irgendwann dachte ich, Hühner fand ich schon immer witzig, den musste man beobachten, das ist genial. Und wir haben immer tolle Eier. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall was Tolles. Und Und die Milch haben wir für unseren Rasen, dass der gemäht wird. Ne? das ist natürlich auch praktisch, weil dann braucht man keinen Rasen mehr und das macht sich alles so von selber, ne? Ja, und ich weiß nicht, ob ein, zwei von unseren Zuschauern heute sich schon mal die Kunst von dir angeguckt haben. Wir haben ja auch ein, zwei im Titelbild gehabt und ja, wenn ich das sehe, da geht mir natürlich das Herz auf, weil ich auch so gern so farbenfroh arbeite. Ja, bring vielleicht da mal so ein bisschen Farbe rein in deinen Weg zur Fließkunst. Nimm uns doch mal mit auf die Reise. Wie bist du so zur Fließkunst oder generell auch zu diesem Bereich gekommen? Also ich versuche mich kurz zu fassen. Du darfst Also auch gerne ein bisschen ausholen. Dafür ist doch heute Sonntag. Wir haben alle schön Zeit und sitzen schön zusammen. ich habe also schon immer gerne gemalt, aber aufgrund dessen, weil man ja Geld verdienen muss und die Umstände und Gastarbeiten war die meiste Zeit aber eh schon auch immer selbstständig und da kam das früher auch ein bisschen zu kurz. Und vor ein paar Jahren mein Mann erkrankt, der hatte Lymphdrüsenkrebs und dann ist meine Mutter in dem Jahr gestorben und noch mehr wegen und dann kam so eins zum anderen, irgendwann hat es mich umgehauen und ich habe gedacht, also auch krankheitsmäßig und so und irgendwie, mir ging es gar nicht gut, schulmedizinisch, die haben, bin ich meckern, also es gibt Dinge, die sind gut, aber letztendlich musst du auch selber für dich immer gucken, dass du wieder auf die Beine kommst, ja, das macht kein anderer, du musst selber das Beste für dich machen und da habe ich ganz viel über das Malen kompensiert und habe im Internet dieses Pouring entdeckt. Und das war genial, weil
Es hat auch was, es macht was mit dir. Du musst loslassen, du musst es fließen lassen. Du kannst es übertragen auch auf dein Leben irgendwo ein Stück weit. Du kannst nicht alles planen, ja, und unter Kontrolle haben immer. Und das sage ich auch gerne immer. Ich kriege so viele Fragen. Ja, natürlich gibt es bestimmte Techniken und an bestimmte Dinge muss man sich halten. Aber letztendlich ist ja das Schöne, was dann daraus entsteht. Und da auf dem Weg dabei kannst du auch noch mal vielleicht ein bisschen was optimieren oder beschwenkst mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber das A und O ist wirklich das Loslassen. Und die Farbkombination, dieser Flow, dieses, wie es miteinander, ineinander fließt. Und vor allen Dingen bin ich stehe auf Farben. Also ich kann mich ganz, ganz schwer auf diese blassen Töne reduzieren. Ich kann machen, was ich will. Es kommt immer wieder zu kräftigen Farben. Also irgendwie, ja, ist das so mein Ding. Ich mache ja nicht nur das, ich mache ja auch andere, also auch dieses Alkohol-Ink, kennst du auch, ja? Ist ja letztendlich auch nichts anderes. Du kannst zwar auch ähnlich wie bei Aquarell malen mit Pinsel, musst nur umgekehrt denken, weil jedes Mal, wenn du da Alkohol dazu gibst, machst du es ja wieder weiß, verblasst es, ja? Also man muss denken. Du kannst es aber auch schön fließen lassen. Das ist wieder das, was ich liebe, entweder mit dem Föhn zu bearbeiten, indem du diese Leichtigkeit aber auch da reinbekommst. Und kannst du schön mit metallischen Farben, also mit dem Gold arbeite ich gerne, dass du so feine na, sag mal, Linien dann noch mit da reinziehen kannst. Das ist so filigran, leicht, duftig, aber auch farbenfroh. Warum lachst du? Nee, ich erkenne mich da, ich erkenne mich da vo voll wieder auf jeden Fall. Und ja, du bist ja auch einfach vielseitig interessiert von dem Alkohol. Ink hast du jetzt gerade schon gesprochen und ich glaube, du machst ja auch Schmuck, wenn ich mich richtig erinnere. So, was ist für dich denn so die gemeinsame Komponente in all dem, was du halt alles so kreativ da drin machst? Die Vielseitigkeit. Ich langweile mich unheimlich schnell. Und ich brauche immer wieder die Abwechslung auch ein Stück weit. Also ich kann nicht immer nur ein und dasselbe machen, ja. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit Alkoholink gemacht habe, ein paar Bilder zum Beispiel, dann brauche ich wieder dieses aus dem Vollen schöpfen, die Materie, also diese auch viele Farbe. Gut, manche, ich hatte jetzt einen Kommentar gehabt auf Facebook, da hat eine geschrieben, ja, sie finde das Bild toll. War in Englisch, aber diese Farbverschwendung findest du unmöglich. Gut, aber letztendlich so viel Farbe ist es gar nicht, weil man ja ganz viel, also ich zumindest, sagen wir mal, auch verdünnt oder du veroptimierst es ja mit dem Vinylkleber oder dem Puring-Medium oder sonst was. Also ich habe schon recht lange für jetzt Menschen, die sich damit nicht beschäftigt haben, sieht das natürlich immens immer aus, ne? Klar. Oder Aquarelle, da nimmst du ja, ne? An der Klar. Stelle können wir auch noch mal ganz, ganz kurz ungeniert werben. Wir haben ja auch für unsere Gruppe den Acrylic Pouring Rechner, wo man die Menge der Farben, also die Farbmenge ganz einfach berechnen kann. Wer davon noch nicht weiß, muss einfach mal in die Gruppendokumente gucken. Da steht das drin, aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Du hast ja auch auf deiner Webseite so ich denke, das ist so ein bisschen so dein Statement, ne? Kunst ist, was gefällt. Magst du da vielleicht mal näher ausführen, für was es so für dich steht? Ich habe auch in meinen Gruppen ganz oft welche, die zwar abstrakt malen, ja, und andere, oder das Puring ist keine Kunst zum Beispiel. Ja. Dann die Diskussion, die manchmal auch unter die Gürtellinie schon ging, was ich sofort unterbunden habe. Das sehe ich so nicht. Ich meine, wo fängt Kunst an, wo hört sie auf? Wer definiert das? Wer sagt das? Können nur Leute, die studiert haben, Kunst machen? Würde ich sagen, nein. Es ist doch Ansichtssache, es ist individuell und deswegen das, was mir gefällt. Und das kann natürlich auch mal was Dramatisches sein, was jetzt nicht, na, wie soll ich denn sagen, zum Wohnungsdekorieren man vielleicht nimmt, aber einen unheimlich anspricht, weil es einen berührt, weil man sich angesprochen fühlt, weil es eine gewisse Traurigkeit oder ein Erlebtes irgendwo wiedergibt, auch sein. Ich mag diese Eingrenzung nicht, dieses beschränkte Denken und auch dementsprechend interpretieren. Es ist wirklich individuell. Was dem einen gefällt, muss dem anderen nicht gefallen. Und das ist nicht nur so in der Kunst, aber gerade da sollte man offen sein. Und ich erlebe ganz viele Menschen, die dermaßen engstirnig auch gerade in dem Bereich sind,
da kommt einfach das Ego hoch. Sie wollen sich hervorheben und wieder andere schlecht machen und das mag ich nicht. Ja, witzigerweise hatten wir genau zu dem Thema auch, ich glaube, vor 4 Wochen oder sowas einen Livestream, wo wir uns nur diesem Thema gewidmet haben, gerade ob Pouring Kunst ist. Ich weiß nicht, ob du den französischen Künstler Kalem Schaub kennst. Der ist ja auch in dem Bereich ganz bekannt, weil der ja immer, der hat ja so riesen, der macht so riesen Spin-Paintings, also 2 Meter mal 2 Meter, und der hat ja so riesen Liter an Farben, und der geht auch damit immer ganz witzig um. Ich glaube, der macht immer irgendwie, ich glaube, der druckt immer diese Kommentare oder diese Nachrichten, die er bekommt, aus und macht dann die Pouring-Kunstwerke drüber und solche Sachen. Und ja. Gute Idee. Ja, ist also das Thema ist gerade beim Pouring immer so ein Riesenthema, und wo es bei uns auch so drum ging. Letztendlich, wir haben ja auch hier in der Gruppe und bei dir sicherlich auch viele drin, die machen das als Hobby, oder die machen das halt, weil du, wie du auch sagst, weil es ihnen auch persönlich sehr viel gibt. Mir gibt es auch sehr viel, und dieses Loslassen. Und da geht's, also ich finde, da muss man einfach so das machen, was einem selbst gefällt, und man muss ja niemanden irgendwie eine Rechenschaft dafür ja anbieten oder sowas, sondern du kannst ja bei dir zu Hause machen, was du willst, gerade wenn du es halt auch als Hobby machst oder sowas, ne? Und wenn ich es gerne zeigen möchte, es gibt ganz viele, denen gefällt es auch. Und wenn es nicht gefällt, der kann ja weiter scrollen. Ich muss doch auch hier in dem Falle dann nicht, ne, Ja. ausfallen. Ganz einfach. Mir gefällt ja auch nicht alles. Aber muss Ja. ich deswegen, nee. Also ich Gibt's habe es ganz komisch. Wenn mir manchmal, also was besonders gut gefällt, jetzt ein Bild oder was, denke ich, oh, freue mich wie ein Schneekönig, ja? Wozu das oder mache ich? Die Resonanz ist jetzt gar nicht so toll. Verstehe ich nicht. Warum sind die jetzt so? Und dann wieder, da denke ich, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt was wird. Und dann hast du auf einmal ganz viele Likes und sind begeistert. Dann denke ich, okay. Ja, also da gibt es kein Maßstab. Ja, wobei Ja. da natürlich auch immer ganz viele andere Sachen noch mit dranhängen. Und da ist auch ganz wichtig, was du auch ansprichst, dass man das macht, was einen selbst glücklich macht, und man sich halt nicht abhängig macht von irgendwelchen Like-Zahlen. Okay, das kriegt mehr Likes, das ist dann besser oder sowas. Aber weil wir gerade bei dem Thema sind, gibt es denn vielleicht ein, zwei Lieblingswerke von dir oder Werke so, wo du jetzt auch noch zurückdenkst und sagst, boah, das ist so mein absoluter Liebling? Habe ich jetzt schon was verkauft, aber du hast ja gesagt, ich bin ja nicht ganz unvorbereitet, was mir jetzt aktuell gut gefällt, auch wenn ich gerne Zellen mache oder diese Chili-Art-Technik. Ich liebe auch diese Zellen, gar keine Frage. Aber ich mag es gerne so zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera rumkommt. Also diese, wenn das so leicht, weißt du, so ausfließt. Das ist so Blaupur, oder? So floral. Mit dem Föhn Und gemacht, das sind ja. auch Metallic-Farben, richtig? Also das Blau, das wirkt sehr metallisch, bewegt es nochmal hin und her, Ja, genau. damit man Das den ist Glanz ein unsichtig. bisschen sieht. Das hat noch kein Finish. Überlegen, ob ich hier mit Kunstharz drauf mache, weißt du? Ja, Weil die das. Sandra ist im Übrigen auch eine der Leute, die ich gefragt habe zur Versiegelung, weil wir es da letzte Woche drüber hatten, weil ich ja persönlich gar nicht mal so oft versiegel, weil ich es ja immer weiter verarbeite. Aber die Sandra versiegelt zum Beispiel sehr gut. Also wenn ihr mal Fragen zum Versiegeln habt, dann eher an die Sandra wenden. Und hier auch, ich wollte vorher schon fragen, ob du auch so gern quadratisch arbeitest, aber dem hast du jetzt mit deinem nächsten Werk schon widersprochen. Ja, und dann habe ich ja so verschiedene Sachen. Ich mache, was wollte ich denn sagen? Der Schmuck, der ist eigentlich entstanden, weil man ja dann von der Acrylfarbe gerne übrig hat. Und das kann man wunderbar kombinieren, indem man dann das für die Cabochon-Steine nimmt, weißt du? Es sind dann die Skins, oder? Also dann die getrockneten Häute, oder wie verarbeitest du das dann? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also einmal, dass du die Acrylhaut nimmst und dann ausschneidest. Wobei ich es eigentlich lieber mache, indem ich die nasse Farbe habe, den Cabochon-Stein, ein Stück Knet obendrauf und dippe es dann in die nasse Farbe. Dann umdrehen, hinlegen, trocknen lassen. Dann habe ich schon mal einen Arbeitsschritt weniger und verhindere dadurch, dass da Luftbläschen entstehen können, wenn ich nachher die Acrylhaut auf diesen Cabochon-Stein klebe, weißt du?
Hast du Also gerade was da, was du mal reinzeigen kannst in die Kamera, dass wir uns da was vorstellen können? was vom Schmuck? Ja, von dem Schmuck. Also ich habe zum Beispiel hier eine Eule an. Ah, Ja, sieht sehr man. schön. Und du machst ja auch über vieles, was du machst, YouTube-Videos, ne? Ist da der Schmuck auch dabei? Noch nicht, aber in Arbeit. In Arbeit, Arbeit. Im Also ich Übrigen, wenn ihr euch über irgendwelche Werke von der Sandra interessiert, über viele Werke gibt es YouTube-Videos. Den Link poste ich dann im Anschluss auch noch mal rein zu ihrem YouTube. Und da gibt es ganz, ganz viel. Und da kann man sich gar nicht dran satt sehen. Und jetzt sehen wir hier gerade die schon schönen Schmuckstücke. Das ist verschwommen, gell? Ja, gut, es kann sein, dass es auf dich scharf stellt, aber man kann es trotzdem erkennen. Das vorherige hat es besser scharf gestellt. Ja, ich weiß auch nicht. Warte mal. Also so verschiedene, ne? Die Kamera ist toll, aber gut. Aber man kann es erkennen, man kann es auf jeden Fall erkennen. Und gibt es dann vielleicht auch, gerade weil wir so das Thema auch immer ganz, ganz gern ansprechen, gibt es vielleicht auch Werke, die dir so gar nicht gefallen, die du machst? Ja, aber was Also habe ich muss es nicht zeigen, aber ich finde überlegt? gerade, weil die Leute sehen ja immer so die tollen Werke und denken so, boah, die haut einen nach dem anderen raus, ne? Hör mal, da ist ganz, ganz viel Übung dabei. Das ist genau das, was auch viele dann immer denken oder mich auch fragen. Manche überpuste dann noch mal. Manchmal haust du weg oder manchmal habe ich sie dann auch mit Struktur bearbeitet, weil Marmormehl und Sumpfkalk und sowas mache ich auch. Ja, kannst du dann halt da nehmen. Aber das ist wie beim Kochen, ne? Du hast ein Rezept, drei Leute kochen danach und es schmeckt bei allen drei anders. Und so ist es auch da. Selbst wenn du da nach Rezept gehst, du musst selber üben. Du musst ein Gefühl für kriegen. Die Farben, die haben unterschiedliche Konsistenzen, ja. Du, selbst wenn du genau sagst, so und so viel Prozent Wasser oder du musst trotzdem gucken. Das kann von derselben Firma ein Blau sein und ein Rot. Das Rot ist dicker als das Blau und schon musst du da selber ein bisschen mehr Wasser oder mehr Poolmedium und von daher üben, 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 üben. Aber mit Spaß und Freude. Ja, das ist natürlich das Wichtigste, weil ja, wir wollen einfach Spaß dran haben und ich habe ja auch immer in dem Zimmer jetzt nicht, sondern in dem, wo ich sonst die Livestreams mache, habe ich im Hintergrund ein Werk hängen. Das gehört heute zu meinen absoluten Lieblingen und ich weiß, dass es eins der Werke ist, die habe ich, wo ich es gemacht habe, gehasst, weil das war noch ziemlich am Anfang meiner ja, puren Karriere und da will man natürlich immer Zellen haben, Zellen haben, Zellen haben und es hat bei dem Groß, also es ist ein großes, es ist glaube ich 80 mal 80 oder so und es Okay. hat bei dem halt nicht geklappt. Es kam halt nur ganz wenige Zellen und ich weiß, ich war so unzufrieden, ich hätte am liebsten die Leinwand durchs Studio geschmissen, aber heute finde ich genau, dass es so wenige Zellen hat, finde ich so toll dran und es sticht so aus den anderen Werken hervor und ja, man ist da denke ich halt, gerade wenn man ins Pouring reinkommt, so man jagt da vielleicht einem gewissen Ideal hinterher oder sowas und wenn es keine Zellen hat, dann ist es irgendwie nicht toll oder sowas, ne? Ja. Ach, was auch wichtig war für mich am Anfang, ich habe ganz oft, weil du sagst von wegen Unglücke und was das, was einem nicht gefällt, dann hast du geschwenkt, gemacht, getan. Anstatt, du musst Ruhe reinbringen. Du gehst es drauf, lässt es erst mal, dann guckst du, dann schwenkst du vorsichtig, bloß nicht zu schnell, nicht zu viel, ja. Einfach langsam und mit Ruhe. Und dann zerreißt du oft die Zellen, wenn du Zellen hast, ja. Oder also wirklich langsam, sachte, mit Ruhe. Magst du uns vielleicht mal so einen kleinen Einblick in ja dein Materialsortiment geben oder so vielleicht ein bisschen erzählen, was du so für Sachen nutzt, weil das interessiert auch immer den einen oder anderen? Okay. Also ich habe auch den Vinylkleber von Gerstegger Junior Artist. Das Basis, weiße und schwarze Farbe rühre ich damit an, weil da brauche ich ja auch viel. Ne? Ich nehme dann auch mal günstige weiße Farbe. Also aus dem Baumarkt habe ich auch schon probiert, wie das aufkam mit der Chili Art und so weiter. Das ist zu grob und muss ich das dann durch Sieb? Das braucht kein Mensch. Aber dennoch habe ich also weiße Farbe entweder auch bei Gerstegger bestellt von Neo Acryl, aber das ist oder auch von Atina schon mal, also nur weiß und schwarz.
so diese günstigeren Farben dann. Und ansonsten nehme ich gerne Lukas, Amsterdam. Was haben wir denn noch? Helf mir mal. Habe ich noch? Ja, Also zum, nach also Dekoartikel. arbeitest du nur mit dem Vinylkleber oder von den Pulling-Medien so? Da habe ich auch von Liquitex schon Pori-Medium, Valeo, heißt das so? Das kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Nee, das ist amerikanisches, glaube ich. Aber das habe ich über Amazon auch schon bestellt. Und vor allen Dingen für die Chili-Art brauche ich auch dieses Polyurethane. Ne? Das ist auch, weiß ich gar nicht, müsste holen, auch von Valeo, glaube ich, ja. Und auch gerne für Farben, metallische Farben. Das ist Deko-Art, auch die Neonfarben. Das sind zwar kleine Fläschchen, aber unheimlich ergiebig. Und die haben eine schöne Farbbrillanz auch, gerade für die Blumentechnik oder so. Pigmente nehme ich auch gerne. Die habe ich auch, die sollte man und diese Farben nicht mit dem Vinylkleber anrühren, weil der zu matt macht. Der schluckt die Farbbrillanz. Und bei Pigmenten schon mal ist ein No-Go. Und da habe ich also entweder eigenes Pori-Medium auch angemischt mit einem 2-in-1-Lack und diesem Polyurethane. Das ist ein Hochglanzgloss, ja. Auch ganz wenig von. Und da habe ich erst die Pigmente so mal angerührt, habe aber jetzt bin dazu übergegangen, weil alle Pigmente das auch nicht unbedingt sich so auflösen gleich da drin mit Tröpfchen von Wasser. Also wirklich ganz vorsichtig, dass die nur aufgelöst sind im Wasser. Und dann von diesem eigen angerührten Pouring-Medium dann weiter schön vermischen. Dann haben die eine schöne Farbbrillanz nachher noch, ne? Als kleinen Tipp für den einen oder anderen, Pigmente sind im Prinzip die Puder, die Farbe machen. Also wenn ihr Acrylfarbe zum Beispiel in der Tube kauft, dann ist es Pigmente plus irgendein Binder. Also das Medium ist ja auch nichts anderes als ein Binder letztendlich. Und wenn es in der Tube ist, ist es quasi schon vermischt. Aber man kann auch diese Puder einzeln kaufen, weil viele Künstler, auch Maler, das einzeln verwenden, weil sie da qualitativer zusammenmischen, weil gerade bei billigen Farben werden da relativ günstige Binder und viel Binder mit reingepumpt, damit es mehr Farbe ist und vielleicht auch schlechte Pigmente verwendet. Und diese Pigmente kann man halt eben einzeln kaufen in verschiedener Qualität. Also die höchste Qualität, die ist dann auch relativ teuer, weil die dann halt zum Beispiel die Brauntöne werden aus der Erde gewonnen und je nachdem, welcher Farbton es ist, ist es auch mitunter teuer, diese Pigmente zu gewinnen. Dementsprechend sind diese Pigmente je nach Qualität natürlich teurer oder günstiger. Jetzt wird dein Bildschirm gerade grün. Weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. So, ich nehme dich jetzt noch mal rein. So, jetzt bist du wieder normal. Wunderbar. Hat alles geklappt. Du warst plötzlich komplett grün, aber jetzt sind wir wieder zurück. Und wie gesagt, diese Puder kann man eben auch einzeln kaufen und damit halt sich seine Farben selber anmischen oder das mit dem Medium anmischen. Und ich kann die Pigmente auch für meine anderen Arbeiten nehmen, wenn ich hier mit Marmormehl, Sumpfkalk, weißt du, so Strukturarbeiten, da kannst du ja auch einmal mit tuscheln, du kannst aber auch die Pigmente dann drauf und ne, und so weiter. Gibt es auch Werkzeuge oder Tools, auf die du gar nicht so auch bei den Paintings verzichten möchtest, die du vielleicht auch verwendest? Mein Airbrush, den liebe ich heißen innig. Das war ein ganz, ist ein kleiner, billiger, der ist vielleicht nicht ganz so leise, aber der ist für Alkoholink, also Alkoholtinten, wunderbar zu verwenden. Also ich mache keinen Airbrush in dem Sinn, dass ich da Farbe reingebe, sondern mir geht es nur ums Verpusten. Und von daher ist der genial, ne? Und den Föhn brauche ich. Und gibt es noch ja Tipps, die du vielleicht dem einen oder anderen hier mitgeben kannst? Du hast vorhin schon gesagt, Ruhe, das hatten wir auch schon mal, dass man halt eben nicht zu sehr stretchen. Gibt es noch andere Tipps, die du irgendwie mitgeben kannst? Ich überlege gerade, ich habe schon das mit den Pigmenten. Was gibt es noch für Tipps? Das mit den Ketten. Puh, jetzt hast du mich, jetzt fällt mir gerade, ich habe meine Tipps eigentlich schon so Das ist doch super, ist doch super. geworden. Du gibst ja auch, beziehungsweise du hast ja geplant, das ist jetzt ja gerade ein bisschen ausgesetzt, Workshops, richtig? Ja, also ich gebe auch Online-Workshops in komplett Paketen. Da kann man mich auch einfach mal ansprechen, anschreiben
Oder du kannst ja auch mal die Homepage, die ist noch im Aufbau bei mir, aber wie gesagt, da steht schon mal das eine oder andere drin. Also wie gesagt, da kann man mich mal ansprechen und dann kann ich das entsprechend auch wiedergeben, weil ich mache das individuell. Ne? Gibt es Also eigentlich auch noch so Projekte, so Wunschprojekte, die noch offen sind? So hast du noch irgendwas auf der Liste, was du sagst, boah, das will ich noch irgendwann mal machen? Gibt es irgendwie noch ein Herzensprojekt, was du gerade offen hast? Wahrscheinlich zu viele. Erstmal ganz, ganz viel Geld, damit ich mir ganz, ganz viel Farbe kaufen kann, dass ich so aus den Formen schöpfen kann, dass ich so, und dann warte ich drauf, dass mir drüben, oh, mein Mann, mein Atelier oben irgendwie fertig kriegen wird, irgendwie, ja, da freue ich mich riesig drauf, aber der ist noch an der Küche unten dran, weißt du? Das ist also, Und was ich mich freue, ja. weil wir es gerade auch mit Links und Co. hatten, ich habe mal die Gruppe von der Sandra verknüpft. Und zwar, das so auch als letzte Abschlussfrage, bevor wir zu den Fragen von den anderen kommen. Du hast ja eine Osteraktion für heute geplant. Magst du dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Weil dafür haben wir auch die Gruppe hier verknüpft jetzt oben. Ja, genau. Wir sind ja alle irgendwie zu Hause eingesperrt, verdonnert, zu Hause zu bleiben. Und da hatte ich mir ganz spontan gedacht, dass wir machen wir heute um 15 Uhr auf Zoom. Das ist ein Videochat, da können ganz viele Leute rein. Ostereier malen. Also ich habe Plastikeier, man kann selber auspusten. Wer gar keine Lust hat, auf Eier zu malen, der kann auch was anderes malen. Es geht einfach nur darum, dass wir uns gemeinsam die Zeit ein bisschen vertreiben können, dass wir uns vielleicht auf dem Weg auch ein bisschen kennenlernen, dass wir Spaß haben, Freude haben, austauschen können. Ja, das ist so der Plan. Nachher um 15 Uhr, genau. Genau, also ich Ich poste schon dann auch nochmal die Links mit rein und die Gruppe ist auch verknüpft. Also wer Interesse hat an dieser Ostereier-Aktion, da mit beitreten will, der kann da darüber gerne mit beitreten. Zu guter Letzt haben wir noch eine Frage und während wir diese Frage beantworten, kann, wenn noch wäre, jemand anders auch gerne noch ein, zwei Fragen stellen. Und zwar wurde gefragt beim Alkohol Flow pur. Frutzeln die Ränder aus oder frisseln die Ränder aus? Ein Tipp dafür, damit es nicht passiert. Du bist jetzt eher so der Experte mit Alkohol Inc. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, was damit gemeint ist. Irgendwie, dass die Ränder grisselig werden oder sowas. Ich weiß nicht genau, was sie jetzt meint. Da gibt es ja auch verschiedene Techniken oder was ich machen möchte. Wenn ich schön um Tiefe zu kriegen ist, wenn ich ja dann bestimmt in der Mitte so ein bisschen dunkler habe als außen. Das heißt, ich gebe erstmal Farbe drauf, die ist auch trocken, also dass ich puste, ist trocken. Und dann verdünne ich das oder löse das praktisch mit Alkohol wieder an. Gehe dann mit dem Föhn oder einem Heißluftföhn, also auf Kaltstufe, aber wohlgemerkt immer wegen dem hochprozentigen Alkohol, und puste das dann so in die Mitte. Und dann entsteht, dass außen der Rand fließend wird, also dass das offen ist, also dass es ein fließender Übergang zu dem weißen Hintergrund wird oder was ich dann gerade in dem Moment habe. Und dann so leicht feine, dunklere Ränder, weil ich die Hauptfarbpigmente ja zur Mitte hin vertreibe, dann dadurch entsteht. Vielleicht guckst du auch mal ein Video an oder stell die Frage noch mal konkreter. Ich weiß nicht genau, worauf sie hinaus. Also gerne die Frage nochmal konkreter. Ansonsten haben wir, glaube ich, keine weitere Frage. Was doch Wasserwaage. gut ist, ja, Wasserwaage, da war noch ein Tipp, der ist auch super. Ja, gerade ausrichten predige ich auch immer, weil auch mir ist es natürlich irgendwann mal passiert, gerade wenn man sich halt da am Anfang zu faul ist. Dir ist gerade noch ein Tipp eingefallen? Wenn wir das schon gerade sagen, wenn ich zu viel Farbe habe und eine große Leinwand und dann sackt das in der Mitte auch runter, ist zu schwer und dann habe ich in der Mitte eine Pfütze und mein eigentliches Muster, alles in die Mitte zusammen und ist auch hinüber. Also das ist auch schwierig. Entweder dass es gut gespannt ist und es darf auch nicht zu viel Farbe drauf sein, wie gesagt, gerade bei großen Leinwänden. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und ansonsten, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, möchte ich mich schon mal jetzt einmal bei der Sandra bedanken. Ich finde, ah ja, genau, du hast noch was in der Hand. Möchtest du uns dazu noch was erzählen? Genau, Genau. ganz vergessen. Ja, beinahe. Ich habe hier ein Kartenset selbst kreiert. Das sind also meine
Bilder, die ich digital bearbeitet habe. Damit kann man eine Tageskarte ziehen. Das ist eigentlich so eine Mischung aus ja, Karten fürs Mentoring, fürs Coaching und auch aus der Spiritualität, also Tarot mehr oder weniger, ne? Also das ist auch sehr schön anzusehen. Und Ja, zum auf jeden Fall ein cooles Projekt. Und wie gesagt, freut mich super, super, dass es heute geklappt hat. Soweit, was ich hier auch lesen kann, sind alle begeistert und hin und weg von deinen Werken. Und freut mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Gruppe ist, wie gesagt, verlinkt. Und ich packe auch jetzt dann gleich noch mal die ganzen Links zu Sandras YouTube, der Gruppe und so weiter, zu der Ostereier-Aktion, packe ich jetzt gleich im Anschluss auch noch mal rein. Das heißt, da findet ihr dann auch gleich, wo ihr hin müsst. Ansonsten, wenn ihr Künstler kennt, die noch super toll wären oder die ihr wünscht, dass vielleicht auch mal hier dazukommen oder vielleicht wollt ihr sogar selber mal, könnt ihr das gerne machen, könnt ihr euch gerne melden bei mir und ja, wir haben jetzt hier gerade doch noch mal ein näheres Detail zu der Frage. Es entstehen leichte Äderchen, die den glatten Rand wegmachen. Eben, soweit ich verstehe, ist das so gemeint, dass quasi, kennst du das bei Farbe, wenn das manchmal so ausadert, wenn die Leinwand noch trocken ist, dass das halt so in so einzelnen Adern rauszieht. Ich vermute mal, dass wenn die Leinwand vorher feucht ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Alkohol ist, dass das dann damit gelöst wird oder bin ich keine blöd? Ahnung. Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Ich verstehe es nicht ganz. Also ich vermute, er möchte für die Alkohol-Ink, dass halt das so richtig ja starke Ränder, wie zum Beispiel manche machen doch so Blumen draus, wenn die das mit dem Föhn verpusten, dass halt diese Ränder sehr, sehr, sehr fest sind. Und Dann die Farbe dorthin treiben, wo er diese Ränder haben will. Das ist immer ein geballter. Ja, also da muss der Alkohol hingepustet werden oder aber auch mit dem Pinsel hingemacht werden. Und es machen auch einige, die arbeiten das nachher nach mit Stiften auch. Das gibt es auch, ja. Also wenn ich die okay. Kontur da haben will, ja. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Hatten wir auch mal vor ein paar Wochen mit so ein paar Tipps und Tricks, dass halt einige auch nacharbeiten und dass man sich dessen vielleicht nicht bewusst ist und dass es auch vollkommen legitim ist. Man kann ja machen, was man will. Und ja, ich hoffe, wir haben die Frage damit beantwortet. Wie gesagt, ich bedanke mich bei dir, Sandra, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns mal so ein bisschen Einblick in dich und deine Kunst gegeben hast. Wie gesagt, wer Interesse an der Ostereier-Aktion und an der Kunst von der Sandra hat, ich poste jetzt gleich noch die Links. Und wie gesagt, wenn ihr Künstler habt oder selber Interesse mal habt, euch hier zu zeigen, auch vielleicht ein, zwei Stammgäste hier, die den Livestream immer gucken, dann meldet euch einfach bei mir, dann schauen wir, wie wir das zeitlich unterkriegen. Ich sage noch ein allerletztes Mal ganz, ganz herzlich Dankeschön an die Sandra. Und die Leute sind alle ganz begeistert, was ich hier so in den Kommentaren lese. Und unsere Gruppen sind gerade verknüpft. Also ihr könnt auch gerne nochmal in die andere Gruppe gucken. Da geht es nicht nur um Fluid Painting, sondern kunterbunte Kunst heißt sie. Das heißt, da geht es auch um Alkoholink, um Schmuck, alles, was so ein bisschen mit dieser Kreativität und mit diesem Bunt und dem Kreativsein so zusammenhängt. Ja, alles, was da dazu gehört, findet ihr dort in der Gruppe. Und ja, ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche und bin jetzt schon ganz gespannt auf die Osteraktion von der Sandra. So, ich danke euch ganz herzlich und dir, lieber Max. Es war schön. War super. Okay, dann bis nächste Woche und schaut alle auf jeden Fall mal bei der Sandra vorbei. Okay, ciao.